zerstreißen und das Zeit verstreißen und spür das erste Mal im Leben dieses Kribbeln in den Eingeweiden. Atemnot und Krämpfe im Bauch, Todesängste fressen mich auf, bitte glaub mir. Angst, Angst, Panik, Panik, Angst, Angst, Panik. Wir gehen rein, wir gönnen uns jetzt die Analyse MG gegen Neo. Mal gucken, wie Julian das beschrieben hat. Ich bin gespannt, aber ich kann mir vorstellen, also ja, es ist halt die Frage, ob zu dem Zeitpunkt so der, ob das so offensichtlich war, dass Neos Text auch jetzt nicht so überkrass war. Ich bin gespannt, ob Julian was dazu sagt, so dass Neo vor allem mit Style und Flow das Ding gerissen hat oder ob es da nicht so aufgefallen ist, weil ich weiß, dass Neo krass gehypt war in dem Jahr, von dem her, mal gucken. Ja, ich bin gespannt, wir gönnen uns, let's go. Wir sind beim ersten Viertelfinale dieses Jahr und ihr wundert euch vielleicht über die Länge der Analyse, aber ihr werdet gleich erfahren, warum das so ist. Aber okay, ich bin gespannt, habe ich mich auch schon gewundert. 5 Minuten. Aber bevor wir zur Analyse kommen, gibt es erstmal ein kleines Dailymotion Tutorial. Es gibt ja jetzt alle Videos 24 Stunden vorher auf Dailymotion. Link in der Alter, 5 Minuten Analyse und davon ist schon eine Minute wahrscheinlich so ein Tutorial, Bruder. Was ist das da für Betrug? Beschreibung. Und einige Leute hatten wohl ein paar Probleme damit. Man drückt auf Bezahlen und gibt seine PayPal-Verbindung ein. PayPal nimmt Gebühren, da kann ich nichts für und bekomme ich auch nichts von. Das ist leider so. Also ihr gebt euren ganzen Bums ein und bestätigt. Dann kommt so eine andere Piss-Seite, wo man sich registrieren muss mit der gleichen E-Mail am besten. Und wenn ihr das gemacht habt, dann bekommt ihr eine E-Mail, wo... Also übel kompliziert. Ich hab's... Ey, guck mal, ganz ehrlich, Digga. Ich bin seit 10 Jahren, seit 15, 20 Jahren bin ich im Internet aktiv. Ich habe immer noch nicht verstanden, wie das geht. Warum gibt's da eine zweite Seite, auf der man sich da anmelden muss? Was ist das denn? Dann der Link für das Video drin steht. Fertig. Wenn ihr kein PayPal habt, dann gibt es noch die Möglichkeit, Sofortbanking anzuwählen. Dafür muss man aber zuerst bei der zuvor erwähnten Piss-Seite registriert sein, glaube ich. Kling, Bruder, was ist das? Was ist das denn für ein, was ist das denn für ein Müll? Also bei mir erschien das Logo jedenfalls erst, nachdem ich mich da registriert hatte. Die nehmen auch einen Tick weniger Gebühren und PayPal kann sich richtig schön ins Knie ficken, die Uhrensöhne. Ja, manchmal feiere ich diesen stumpfen Humor von Julian immer noch, Alter. Ja, wenn er einfach so seinen Zahlungsdienstleister, ja, bei dem er angemeldet ist, so mies beleidigt, Digga. Das hat heute noch auf jeden Fall Unterhaltungsfaktor. So, jetzt müsste es eigentlich bei ihm funktionieren. Falls ihr irgendwelche Probleme habt, in der Beschreibung ist noch ein Link, da könnt ihr euch dann gerne beschweren. So, wir sind bei MG gegen Neo. Die Videos. Das von MG sieht richtig gut aus. Ich habe übrigens eine Schwäche für tätowierte Punker-Fotzen. Außerdem richtig gut beleuchtet, gedreht und geschnitten. Sieht sehr hochwertig aus. Das Video. Okay, also das Wort hätte ich jetzt nicht benutzt. Ja, ich hab's eher als, was habe ich gesagt, glaube ich? Ich habe gesagt, also die eine Dame, obwohl zwei eigentlich, sehen so aus wie typische Damen aus, hier, Cyberpunk, Alter. Das Video von Neo sieht nicht ganz so hochwertig aus, aber hat dafür viele unterschiedliche Locations und coole Ideen. Gleich die erste Kamerafahrt habe ich übelst gefeiert. Ja, ich weiß, was er meint. Es ist von der Quali irgendwie gar nicht so heftig, aber es hat halt übel Style, ne, mit der Performance und mit diesen Effekten und diesen Spielereien da drin. Boah, ich fand, glaube ich, sogar Neos Video einen Ticken besser. Jetzt gar nicht unbedingt vom ersten Blick, wenn du jetzt so einmal raufguckst, dann würde man vielleicht denken, so MGs, aber ich fand, so einfach als Gesamtprodukt kam das von Neo sogar noch ein bisschen geiler, aber ein 1-1 wäre auch okay. Oder wie er den Fernseher kaputt haut. Das ist für eine Battle-Runde echt ziemlich krass. Der generelle Style verbessert das Video noch zusätzlich und auch Neo entertaint mit Rap-Performance, auch wenn nicht immer alles total gut aussieht, wie zum Beispiel am Ende. Aber es ist sehr abwechslungsreich. Hey, das fand ich ganz geil eigentlich. Was meint ihr jetzt mit dem Ende? Das hier? Das, dieses mit dem Strauch da? Mit Rap-Performance, auch wenn nicht immer alles total gut aussieht, wie zum Beispiel... Ja, aber ich finde, klar, optisch vielleicht gar nicht so das Highlight, aber ich fand, das hatte was. Mit diesem Beat, mit diesem Flow, mit diesem Gedouble-Time und im Hintergrund so ein stürmische Büsche und Bäume. Ich fand irgendwie, vom Vibe her hat das voll gepasst. Beispiel am Ende. Aber es ist sehr abwechslungsreich und wird nicht langweilig. Ich vergebe zum ersten Mal dieses Jahr einen Videopunkt an beide. Punchlines. Ja, ich habe dieses Battle auf Facebook vorher groß als Überbattle angekündigt, aber ich war nur halb ehrlich. Denn ich kann ja schlecht vorher sagen, dass ich nur die Runde von Neo überkrass fand und die von MG dagegen schwächelt. Ich will ja niemanden vorher beeinflussen, aber ja, die Runde von Neo hat mich voll weggefickt und die von MG war nicht so gut wie die aus dem Achtelfinale gegen Madast. MG wurde hier schon ziemlich mies umgebracht. Wir können ja mal mit dem User-Voting anfangen, das ist... Boah, Alter, okay, das ist krass, ne? Warte mal, ich zeige euch das mal, damit ihr das besser sehen könnt. Der Unterschied hier, ne, 18.000 Likes ungefähr zu 66.000, ist schon ein kleiner Unterschied. Ja, der Neo hat ja auch, ja, der hat sich gut verkauft, Mann, da kann man nichts sagen. Für mich war Neo jetzt nie so ein übel krasser Battle-MC, aber der hat halt einfach was. Ne? Das ist so ein bisschen so dieses Green- oder Gary-Phänomen. Ja? Das waren alles nicht unbedingt Leute, die... Das ist auch krass, wenn man sich so überlegt, Green, Gary und Neo
sind, würde ich sagen, mit SpongeBoss, ja, oder wir lassen SpongeBoss, auf jeden Fall sind es drei Leute, die sich eine krasse Fanbase aufbauen konnten nach dem JBB, obwohl alle drei keine krassen Battle-Rapper sind. Wisst ihr, was ich meine? Gary ist kein krasser Battle-Rapper, Green auch nicht und, wen habe ich jetzt genannt? Neo auch nicht, ja, aber die haben es halt dann über was anderem gerissen, ne, und es gibt so viele Leute, die, bei denen würde ich sagen, ey, jetzt so einfach meine persönliche Meinung, die sind im Battle-Bereich noch um einiges krasser, aber die haben nicht annähernd diese Fanbase generieren können, ja, da sieht man halt, dass, naja, Punchlines an sich schreiben noch nicht reicht, um sich irgendwie eine Fanbase oder so aufzubauen oder halt irgendwie einen Hype zu generieren, ne, da wirkt so Style, Charakter, Vibe, Delivery, was weiß ich, ist da noch viel ausschlaggebender, als einfach nur coole Punchlines zu schreiben und einfach gute Battles abzuliefern. Ne? Das ist ziemlich eindeutig für Neo und das ist nicht unberechtigt. Was wieder scheiße ist, sind die Dislikes, aber ich kann es diesmal besser nachvollziehen als bei Rolex. Ich war auch ein bisschen enttäuscht von MG, muss ich sagen. Er hat mir das richtig gut gegeben und ich dachte, es wird nicht so eine einseitige Sache, sondern ein episches Spektakel auf beiden Seiten. Das, was sich videotechnisch bei ihm verbessert hat, hat dann inhaltlich leider nachgelassen. Ihm ist nicht so viel zu Neo eingefallen wie zu Madderst. Voll, ja, leider, ne, also Punchline-mäßig war die echt nicht so geil, Digga. Das war alles, ging irgendwie alles ins Leere und war plump, zu plump. Also ich meine, plump kann geil sein, aber das war zu plump einfach und auch nicht besonders entertainend. Im ersten Part gibt's irgendwie zwei solide Lines und in den anderen beiden jeweils vier oder so. In der Hook war noch eine gut, du hältst dich selbst für einen Bastard, so, ja. In der Runde sind Ansätze mit Lachsnackengang und Neos Bewegungen, aber er kann hier einfach nicht so wirklich überzeugen und der Beat ist diesmal auch nicht so brutal wie in der Runde davor. Ich muss aber zu MGs Verteidigung sagen, dass Neo schwer ist. Er hat so eine Baba-Mentalität, mit der nur schwer zu ficken ist, eine Maske, die ihn anonym macht, dann haut er auch noch miese Lines raus und zu guter Letzt hört er sich auch noch übertrieben fett an. Was soll man dagegen machen? Also egal wie schlimm die Bewertung für MG ist, er ist auf gar keinen Fall irgend so ein wacker Spasti und ich bereue das auch nicht, dass er eine Wildcard bekommen hat. Er hat im letzten Battle echt überzeugt und ein anderes Viertelfinale hätte er bestimmt auch gewinnen können, aber Neo... Ja, ich glaube, also, ich kann mir vorstellen, dass MG einfach auch krass Probleme hatte, gegen Neo zu schreiben. Ich fand das ja auch immer total schwer. Ich bin ja immer so ein kleiner Typ, der hier rumheult. Ihr habt es ja schon oft gemerkt über Maskenrapper, ne, wie ich da mal so ein bisschen rumheule, wenn man die als Gegner hat. Ist nun mal ein kompliziertes Ding. Von dem her, trotzdem Respekt hier für die Runde. Neo ist hier einfach... übermenschlich und übertrieben schwer zu treffen. Ich habe mir diese Woche echt eine extrem ruhige Kugel geschoben, weil ich hier niemandem großartig erklären muss, wie genial die Runde von Neo ist und das nicht nur vom Style, dem Video und dem Sound, sondern auch punchline-technisch hat der MG zerpflückt. Ja, also im Vergleich schon, ja, weil MGs Runde einfach nicht stark war. Aber ich fand halt vom Text, also der Text war gar nicht so krass. Es war eher wie Neo den verkauft hat. Und klar, man muss ja jetzt nicht anfangen, das wieder so analytisch auseinanderzunehmen, ne? Line für Line, weil irgendwo gehört das ja dazu, ne? Du kannst die krasseste Line deines Lebens schreiben, wenn die Kacke performt ist oder scheiße delivered ist, bringt die dir auch nichts, ja? Und wenn du halt vielleicht eher einen Text hast, der sich nicht so geil liest oder recht stumpf liest, aber es ist überkrass delivered, ist es wieder krass. Also von dem her, ja, kann man es eigentlich so stehen lassen. Ja, weil ich meine, egal wie du den Text da pflückst, so Neo hat es halt krass rübergebracht. Ja, man kann es dann blenden nennen so, aber blende erstmal. Weißt du, wie ich meine? Ist ja auch eine Kunst für sich. Er schafft es alleine nur mit einem Blick nach dem Videoausschnitt von MG zu punchen. Mit einem Blick, obwohl er eine Maske auf hat. Ja. Alleine wie die Runde anfängt. Er nimmt den Anfang von MGs Runde gegen Madderst, der richtig cool war, und steckt ihm das richtig schön ins Arschloch. Und du bist Madderst, ein huttragender Vogel mit Kette, mit Schamhaaren am Kinn und verbogener Fresse. Und du bist MG, ein holzköpfiger Vogel mit Cappy, bis hierhin und nicht weiter, der Shit ist für dich zu heavy. Nach diesem mega epischen Intro und diesem Anfang dachte ich schon, ja. Aber die Line war jetzt auch nicht so krass, ne? Aber war halt... gut delivered. Das war's für MG. Aber dann haut er da 8 Minuten lang den Überschritt raus. Da sind richtig viele geile Lines drin und sogar die Lines, die nicht so krass sind, kommen durch die Delivery trotzdem fett rüber. Ja. Nur im Double Time am Ende lässt er dann inhaltlich nach und das war ein bisschen unnötig. Aber insgesamt ist die Runde ein richtig großer, pulsierender Negerschwanz und MG ist fällig. Digga, wann? 2015 hat er das noch gedroppt? Ich. 2:0 bei Punchlines für Neo. Extrapunkt. Neo hat mich mit seiner Runde bis jetzt am meisten geflasht dieses Jahr. Nur ganz am Ende war mir zu viel Double Time. Ansonsten ist es ein absolutes Flow- und Punchline-Monster. Das Feature mit Fortis will ich auch nochmal lobend erwähnen. Der passt da perfekt rein.
Fortes, ne? Ich sag's immer wieder, auch ein krasser Rapper. Gebt euch, dass der Mini-Hop-BB ist. Der Beat-Producer Z-Ray hat auch mal wieder alles zerstört. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Neo ist der, den ich mir bis jetzt am besten im King-Finale gegen Gio vorstellen kann. Bei dem stimmt einfach alles. Extrapunkt geht an Neo. Macht 5:1 für Neo. Damit haben wir unseren ersten Halbfinalisten. Er bekommt zu seinen 250 Euro aus dem Achtelfinale nochmal 750 obendrauf und liegt damit jetzt schon bei 1000 Euro. Am Freitag um 18 Uhr gibt es Johnny Dixon gegen Timatic oder, wenn ich so lange warten will, am Donnerstag um 18 Uhr bei Dailymotion. Und vielleicht wird das Battle ja ein bisschen knapper, das hoffe ich zumindest. Wer nächste Woche gegeneinander antreten muss... Voll verdrängt, auch dieses Battle. ...muss, was sowieso schon jeder weiß, das seht ihr auf Julians Blog TV und die spektakulärsten Neuigkeiten gibt es im Bereich Battle News. So crazy, wie das beworben wurde, Digga. Diese Seite einfach. Also er hat anscheinend wirklich versucht, diese Seite groß aufzuziehen, ne? Okay, alles klar.